in front of muscle. When they ask my motivation, I say struggle. Cause when you're dead broke, the haters will start to love you. The women that really hate you, they never think nothing of you. But I'ma make them love me until the day that I die. Swag on 100, I'm so fly. Bought a place in the sky like the Jetsons. I'm destined to do. So, hier sieht man, wie der Waldemar sich aufwärmt. Ja. Er hat heute nicht so viel Wasser getrunken, deshalb kann es sein, dass man ein bisschen Kopfschmerzen hat, aber jetzt gibt es keinen Zurückweg mehr. Ja, jetzt wird einfach durchgezogen. Ja. Schön aufwärmen. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr euch aufwärmt, Beine und Bauch nicht anfasst. Ja. Weil es ist wichtig, dass ihr in der Mittelpartie schön flach seid. Die wichtigsten Muskelpartien sind auf jeden Fall Brust, Rücken, Schultern, Arme, das übliche halt. Wie gesagt, Beine nicht anfassen, ja, sonst sehen halt die Beine dick aus und dann sieht halt die Form nicht gut aus. Ja. So, hier kann man das Fotostudio sehen. Ja, richtig geiles Loft, hier ganz viele Objektive. Ja, so. Anabolisches Licht ist auch da, ja, alles ganz professionell, ja. Ansonsten werde ich dann weiter berichten. So. Wie gesagt, hier sieht man nochmal die Superform. Also meine Meinung. Die Superform. Ja. Also wie gesagt, meine Meinung könnte Waldemar easy auf die Men's Fitness oder Men's Health drauf. Ja. Guck mal, so ein weißes. Lach mal ein bisschen. Guck mal, richtige Schokoladen. Kinderschokolade lächeln. Ja, als ob der Milchschokoladenjunge ein bisschen Steroide geknabbert hat. Ja. Nein, aber unser Athlet ist natürlich natural. Also Waldemar, wenn ich irgendwann eine Supplement-Marke habe, dann bist du das, bekommst du das erste Sponsoring auf jeden Fall. Ja. Also jeder Cent wert. So. Sehr gut. So, wir sind gerade, wie ihr gesehen habt, beim Shooting und ich habe mir gedacht, ich schreibe mir so ein paar Sachen auf für all die Leute, die auch eine Idee haben, mal auch zu shooten. So kleine Tipps, was man beachten kann, damit man halt gewisse Vorteile hat. Und zwar fangen wir direkt mal an. Natürlich ist es ganz wichtig, dass ihr den ganzen Körper komplett rasiert. Ja? Und am besten, dass ihr das so macht, dass ihr natürlich keine irgendwie vom Rasieren so Pickelchen bekommt. Das heißt, wie gesagt, so einen Tag vorher am besten komplett erledigen, dass es halt nicht dazu kommt. Ne? Als zweites habe ich natürlich so Solarium aufgeschrieben. Das bedeutet, wenn ihr zum Shooten geht, ihr sollt schon einen gewissen Grad an Bräune haben. Weil bei diesen ganzen Fitness-Fotoshootings, da wird es halt, da arbeitet man halt mit Bräune. Und dann entweder ihr habt so einen Tarn, ja, oder ihr geht ganz einfach Sonnenbank oder wie auch immer. Ja. So, natürlich das Öl, damit die Muskeln schön aussehen beim Shooting. Ja, ihr könnt so Kokosöl verwenden oder irgendein Öl, was auf jeden Fall nicht zu sehr schmiert. Ja. Einfach ein bisschen sich informieren. Dann haben wir, okay, das Thema Kohlenhydrate. Wir sehen es, ihr müsst am Tag vom Fotoshooting voll aussehen. Das bedeutet volle Muskelbäuche, also ihr dürft nicht flach aussehen, weil sonst sieht der Look einfach nicht so, wie er sein soll. Deshalb ist es wichtig, vorher zu laden, aber nicht zu viel, sonst seht ihr dann schwammig aus. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Deshalb empfehle ich immer, davor ja, so ein paar Proben zu machen, damit ihr seht, wie reagiert ihr überhaupt drauf. Ja. So, dann habe ich noch einen Punkt, und zwar Wasser. Also versucht am Tag des Fotoshootings nicht zu viel Wasser zu trinken, ja? Sonst ist der Bauch voll, und was wichtig ist, ihr sollt die Kontrolle über die Bauchpartie voll haben. Das ist sehr wichtig. Ja? Auch nicht zu viel essen davor, weil wenn ihr aufgebläht aussieht, dann sind die Fotos einfach nicht gut. Ja? So, das heißt auch einplanen, ja? Davor genug essen, ja? Gut aufladen, damit ihr am Tag X
perfekte Form habt. Ja? Nicht zu aufgebläht, aber auch nicht zu flach. Deshalb nochmal ein Appell an euch. Probiert viel rum, macht so kleine Experimente, damit ihr euren Körper am besten kennenlernt. Ja? Okay, und noch ein wichtiger Punkt ist, ihr sollt euch richtig aufwärmen. Und zwar keine Beine, kein Bauch. Ja, weil der Bauch soll schön flach sein bei den ganzen Fotoshootings. Und die Beine, ja, die dürfen nicht aufquellen, ja, weil Fokus ist Schulter, Rücken, Brust und Arme. Ja. Weil durch diesen vollen muskulösen Look, nur so könnt ihr den halt erreichen. Ja. Vielleicht Reiswaffeln oder ein bisschen Honig beim Shooting immer so kurz zu essen, ja, damit ihr auch so motiviert seid und immer etwas ein bisschen Energie habt und vielleicht ein bisschen Wasser. Ja, aber nur dran nippen, also nicht zu viel trinken, weil wie ich schon davor meinte, ist es wichtig, dass ihr die Kontrolle über die Bauchmuskeln habt. Ja. Okay, das war's erstmal. Ich gehe jetzt wieder zu meinem Kumpel und schaue, wie das Shooting sich entwickelt und werde euch alles berichten. Deswegen ist es. Ja. Kannst du deine Fotos? Guck mal in verschiedene Richtungen. Ruhig auch. So. Ja, das Ding ist auch, wie Waldi schon richtig meinte, das ist sehr anstrengend alles hier. Ja, man schwitzt auch. Guck mal da hin und halt es so. Ja. So. Meine Freunde, das Shooting ist vorbei. Abschließende Worte von Waldemar. Wie war's? War super. Bist du müde? Ein bisschen, ja. Hast du Bock auf Essen? Jetzt essen wir wieder. Und trinken, ne? Ja, genau. Getrunken und gegessen. Jetzt geht's ab Montag wieder los. Okay. Ein bisschen mehr Kilokalorien. Das heißt, so ein Reverse-Dieting, das bedeutet, wir gehen jetzt nicht ganz oben, nicht, dass wir zu fett werden, aber man möchte sich schon etwas gönnen. Ja, und der Körper braucht auch Erholung. Na gut, wie gesagt, ich möchte euch nicht vollquatschen. Das Shooting ist super gelaufen und wir gehen jetzt was essen. Danke fürs Zuschauen.